Guck. Heißt wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Talk Tomb Raider 3. Und der Maid of Hate, der ist wieder mit dabei. Hatte ich Moin angekündigt, moin. dass er wieder mit dabei ist. Und wir haben hier die halbe Folge schon mal aufgenommen gehabt. Und bevor ich hier stundenlang rumschneide, ich meine, wir hatten nicht viel gemacht schon. Aber das machen wir jetzt ganz einfach nochmal. Vielleicht haue ich die ursprüngliche Aufnahme mal als Bonus raus. So. Ich weiß ja, was wir machen müssen. Wir haben es ja gerade schon mal gehabt. So, Lara, jetzt gib mir mal hier die richtige Ansicht hier. Wir müssen auf jeden Fall, ich habe mich hier drin umgesehen, da war nichts. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier endlich Quad fahren können. Dann kommt der hier. Boing. Ey, hier wird die weggekrabbelt. Joa. Wir sehen, der legt sich schon hin, bevor wir den angefahren haben. Oh. Und sie. Der hat gerade ein Medipack fallen lassen. Aber nach dem, was ich gesehen habe, was wir im Le nächsten Level haben, ist mir das gerade mal schon scheißegal. Oh. Jetzt steigen wir ab. Jetzt holen wir uns die Karte hier. Dann steigen wir wieder auf. Vorne ein Wackel. Ja. Absteigen. Oh, dreh dich um, Lara. Auch hier. Ja. Ja. Und ich habe Lara übrigens auch mal auf dem Billardtisch tanzen lassen. Ja. Und mit Regeln ist da nicht viel, weil gibt das Spiel nicht her. Ja. Dann machen wir hier auf dem nächsten Platz. Ich überspeichere das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass das mit der Cutscene dann funktioniert. Der Made of Hate sagt schon gar nichts mehr. Hör ich ihn jetzt nicht, oder was ist jetzt los? Nee, doch, der ist noch da. Können wir noch unsere Waffen hier nicht irgendwo verstecken? Schön wäre das, ne? So. Aber dafür kriegst du nachher im Hochsicherheitstrakt mit die besten Waffen überhaupt. Das hört sich doch schon mal interessant an. So, wo ist mein Auto? Hier, Lara. Fahren, fahren, Naja, fahren, fahren. beste Auto. Waffen, beste Waffen sehr, sehr viel, ne? Raketenwerfer. Ich weiß jetzt nicht, ob der Raketenwerfer jetzt ja eigentlich besser ist. Ich weiß nicht, wie der Serbier eigentlich den höchsten Durchschlag so weit hat. Naja, mit dem Raketenwerfer, das macht bloß Spaß, damit rumzuballern, das ist alles. So. Lara, Shutter ziehen. Und die Lara ist uns an einem Elektrozaun hier verreckt. Als ich versucht habe, den Schalter zu ziehen, als der Elektrozaun noch aktiviert war. Das fand die Lara nicht so prickelnd. Oh ja. Links. Jetzt müssen wir nämlich hier runter, wo ich schon mal war. Ah, diesmal mit Auto, Autowagen. Oh ja. Lara, hör auf zu wackeln. So, ich hoffe, dass mit der Cutscene klappt jetzt. Ansonsten muss ich es nochmal neu laden und müssen wir nochmal probieren. So, los geht's. Du verrückte Tussi, was soll der irre Stunt denn? Wir nehmen sie mit. Sieht nicht aus wie eine von denen. Vielleicht ist sie eine Ökoterroristin oder so. Und die tragen Hotpants, hä? Huh? So. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen weniger Zeit gebraucht als in der ursprünglichen Aufnahme dieser Folge. Ich lese das Ganze hier nochmal vor, so wie ich es immer mache.
Jo, Zeit haben wir verbraucht, 1 Stunde 34 und 9 Sekunden. Gefundene Geheimnisse natürlich 3 von 3, bei Tomb Raider 3, 3 Ansagen, jo, fertig. Getötete Leute, 26. Jo, darunter auch ein paar Geier und ein paar kleine Würmchen. Jo, verballerte Schuss 740. Treffer 636, Lager war schon mal schlechter. Betty Bags haben wir keine gebraucht. Und das zurückgelegte Distanz 5 Kilometer und 50 Schritte. Ja, und wir haben natürlich wieder gespart. Ich hatte über 120 Fackeln, dies und das und jenes. Alles für den Arsch und weiter schön. Weiter und weiter. Ja. Ist der Mädel fehlt noch da? Ich bin noch da. Ja. Ich bin heute bloß ein wenig groggy. Ja, ich habe ja gestern gesagt, in der ersten der drei Folgen, wo ich jetzt noch alleine war wieder, hat er gesagt, er war breit. Was das bedeutet, das habe ich eurer Fantasie überlassen. Naja, da haben wir getrunken, ne? Ich gehe mal davon aus, dass du Milch getrunken hast. So. Was haben wir hier? Nee, ich habe Kirschporter getrunken gestern. Lara. Die haben dich hier in deinen Hotpants, wie wir es gerade gehört haben. Komischerweise. Also Hotpants, die sind bei mir eigentlich meist kurz. Aber okay. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir die Lara hier wieder rauskriegen. Und? Speicher hast du schon, ne? Ja. Guck mal, wir haben hier. Dann kannst du jetzt in Richtung Fenster gehen. Alles weg. Kannst du ja ein Fenster hochziehen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Da sind Laserschranken. Wir brauchen hier zwei Geheimnisse, die holen wir uns. So, zum Fenster, sagt er. Ja. Dreh dich gleich mal um. Lass vor ihm weglaufen. Ja. Oh, jetzt musst du kicken. Der rennt ja. Wieso rennt der? Hopp. Lass mich in Ruhe. Naja, du musst die Zellen aufmachen. Naja. Schon klar. Ich müsste bloß hier irgendwie loswerden. Guck mal, der haut mich nämlich. Das ist eine ziemlich nervige Sache mit den Schalter drücken. Ich muss ihn hier erstmal irgendwo hier. Wenn du schaffst, irgendwie einen Schalter zu drücken, dann hast du gewonnen, weil dann kommen die anderen raus. Wir müssen hier eine Revolte starten. Ich schaff's bloß. Uiuiui. Hüpf doch nicht immer dort oben gegen dieses Ding! Jetzt dagegen. Ja. Da sind sie. Jetzt waren sie platt. Ja, macht ihr mal. Wer hat jetzt gewonnen? Na, die fangen dann, ne? So, ab hier eine Revolte, komm. Auf jeden Fall alle Zellen öffnen. Das kommt Lara nachher zugute. Ja. Wir hatten ja im zweiten Teil mehr Beziehungen. Hat man auch schon Verbündete? Was habe ich gemacht? Ich habe die Verbündeten am Anfang erstmal abgeknallt. Pass auf. Zur anderen Seite laufen, dort auch alle Zellen öffnen und dann naja. Zur Zelle und? Links gehen, die bereits offen stand. Das ist ja die andere Seite. Ich gucke mich ja schon um hier. Ich muss erstmal. Alles offen. Ja, ist alles offen. Oh, hier ist auch das Klo und Waschbecken drin. Und neben Klo und Waschbecken natürlich direkt der Esstisch. Naja, wenn du nochmal die Fäuste ballst, wenn du Lara siehst. Dann kriegst du ein paar für Schnauze. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Das ist eine Kiste. Einmal schieben. Oh, kriechen.
Komm, Lara, krieg ich mir mal was vor hier. Komm. Komm mal rechts. Wieder kriechen. Auf die Knie. Zweimal rechts. Und dann kommt noch ein Block. Ja, ja. Da ist er ja. Auch einmal schieben. Und schieben. Da ist noch einer. Den schieben wir wieder raus, oder was? Öffnung. Hä? Wir schieben den mal zurück hier. Kannst du jetzt nach oben springen? Guck mal. Wo finden wir hier ein Geheimnis? Ja, ja. Hier muss ein Geheimnis sein. Genau hier, Barat. Ich glaube, da bist du schon zu weit. Bäh? Wie? Warte. Kann Lara hier hochklettern? Ich glaube nicht. Den Block einmal schieben, links die Öffnung kriechen, zweimal rechts den Block einmal schieben, rechts den Block zweimal schieben, herumdrehen, den letzten Block wieder zweimal herausziehen, rechts in die Öffnung kriechen, links herum zur freigegebenen Öffnung laufen, also wo Lara den letzten Block herausgezogen hat. Dort gibt es das erste Geheimnis. Warte mal. Zweimal schieben hast du gesagt. Den hatte ich zweimal geschoben. Jetzt ziehe ich ihn zurück, um den in die Stellung zu bringen, die ich... Warte mal. So, warte. So, alles klar. Komm her, ja, komm. Jetzt ist es angekommen. Ja, jetzt kannst du wieder rumkriechen und jetzt da drin ist bestimmt das erste Geheimnis. Ja. Oh. So, Lara, krieg ich mir was vor. Na. Wirst du dich bücken hier? Wo sind wir denn hier? Ich bin hier dein Herr und Meister. Guck mal hier, Midi-Päckchen. Das haben wir natürlich also ganz alleine herausgefunden. Gab's das erste Geheimnis da, ja? Jojo. Hat gerade geklingelt. Ja. Jo, guck hier, wir zeigen das dem Mädel, der hat nämlich keinen Ton. Der hört das Klingeln nicht. Wir haben nämlich eins von zwei Geheimnissen. Da würde ich mal sagen, Kommando zurück. Ja, irgendwo ging es hier hoch. Da ging es hoch. Über die Grube. Hinter den Stacheldraht gehen, den Schalter ziehen. Oh, hier. Lara kann jetzt immer noch. Das mit den Waffen wegnehmen, das hatten wir ja schon mal bei Tomb Raider 2. Hier vor mir sind irgendwie komisches Drahtgeflecht oder was das sein soll. Das heißt, hier runterrutschen scheint mir. Naja. Das kommt nicht gut. Kriegen wir das anders hin? Ach, die gehen bis runter. Können wir uns irgendwo hier lang hangeln? Nö, schade. Aber jetzt kommen wir nicht weit genug, oder? Doch. Ah! Ja, jetzt wäre nicht das erste Mal, dass wir Lara als Situation raus. Ich speichere mal hier vorne. Ja, ja. Ich glaube, hier vorne gibt es irgendwo eine Falltür. Sind schon wieder Stacheln. Ja, häng dich ran. Hangeln. Jojo. Da kann ich ja nicht passieren. Ne, hier kann ich sogar hochkriechen. Guck dir das mal an. Ja, ja. Das Problem ist bloß, da unten sind wieder solche Kieksen. Na, oh, Lara, oh. Runter. Na, hier direkt unten runter. Aber hier ich nicht. Hier hinter Lara. Ja, jetzt sehe ich sie.
Links hochziehen, links gehen, an der Kante hängen und Leiter herunterklettern. Wenn ich jetzt ein paar Fackeln hätte, dann wäre das natürlich einfacher. Da siehst du, da, jetzt hast du wirklich mal Fackelmangel, ne? Ich hatte 120 Fackeln. Scheiße. Nee, Lara, was machst denn du? Du kannst später hochkriechen. Vorsicht, Vorsicht, noch ein Stück, noch ein Stück. Wo war die Leiter? Ja, siehst du, diesmal vorher speichern, ne? Mhm. Ich glaube, hier wirst du noch so oft sterben, vor allem wegen die scheiß Selbstschussanlagen und so. Wir klettern mal anständig hier runter, wegen den Stacheln. Ja, da musst du bis zum Schluss runterklettern und dann gehen, ne? Kann ich sie gar nicht normal runter absteigen von der Leiter? Wahrscheinlich nicht. Wir machen das jetzt anders. Wir sind jetzt mutig. Aber ich glaube, das ist viel zu tief. Nee, das funktioniert nicht. Hier sind aber auch die Stacheln. Vielleicht So. ganz links in der Ecke oder so? Nee, Nein, nee, keine nee. Ahnung. Warte, 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 warte. So. Jetzt ist das Problem. Wenn ich das mache, was ich vorhabe. Ist das hier ein Gang hier links? Das ist doch Gang oder nicht? Jo. Sage ich doch. Ja. Irgendwie sind wir so ganz unten. Ich will hier nicht hin, ich will hier oben hin. Kommst du da noch hoch? Wenn sie sich mal festhalten würde, ja, hier, guck mal, jetzt geht das auch. Ja. Lara macht die Kunststückchen, auch wenn sie in Lebensgefahr ist, also keine Angst. Ja, was haben wir hier? Ihr schießt ja! Das ist böse. Scheiße. Nee, ich glaube, das hat sich jetzt gleich erledigt. Du hast einen Hebel gedrückt, ne? Weiß ich gar nicht. Wie erledigt? Falsche springen, auf die zweite treten, herumdrehen und in den Kontrollraum den Schalter ziehen. Der tote Wachmann, also das war schon richtig, was du gemacht hast. Wenn du den Naja. Schalter nämlich betätigst, wird bestimmt eine Tür geöffnet und die Gefangenen kommen rein. Machen ihm dann platt. Und den kannst du Ja. Codekarte Typ A abziehen. Was ist hier oben eigentlich? Das ist ein bisschen eine Genau, ich. Lampe. Und Entdeckung. Weil er folgt dir auch nicht, ne? Ja, siehst du, da machen Nö. sie schon platt. Da machen sie ihn schon platt, ne? Das werden wir jetzt nochmal hier ganz obligatorisch für festhalten. Das hat mir nämlich gefallen. Hm.
Ja, wie gesagt, Lara, das war eben, war fast tot gerade eben, also deswegen musste ich das nochmal machen. Ist er nun schon tot oder nicht? Hier geht's noch lang. Hier geht's noch lang. So, wo ist der Typ jetzt? Wo haben die den hingelegt? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Was hat der alles für mich? Mumpeln. Für keine Waffe. Ja. Und die Codekarte, hast du die schon aufgesammelt? Jaja. Do. Gut, gut, gut. Ja, ich will mir erstmal umgucken hier. Aber wir sind wohl wieder hier bei den Zellen, oder? Das sind die Zellen da oben, genau. Ja, jetzt zum Eisentor hinterm Kontrollraum gehen. Ja, hier zu dem da, wo die Karte rein muss. Aber ich will erstmal hier, ist hier hinten irgendwas. Weil ich bin ja Schnüffler hier. Ich will ja mit Lara, ich will ja Lara schnüffeln, beziehungsweise Lara hier schnüffeln lassen hier. Schnell rumhüffeln. Also, bis zum zweiten Geheimnis ist noch ein schöner Weg, sagen wir mal so. Naja, aber ich will ja hier irgendwie die Waffen wieder kriegen. Vielleicht kriegen wir ja die Waffen mal irgendwann wieder. Nope. Ja, es ist fast das ganze Ich Level mache ja immer, ich gucke ja in die Lösung, gucke ich ja nur rein, wenn es hier um die Geheimnisse geht. Alles andere, das will ich ja immer so entdecken. Deswegen gucke ich mich ja auch immer manchmal ein bisschen mehr um als eigentlich nötig. Das hatte ich im letzten Level schon gehabt. Also beziehungswese in allen Teilen eigentlich. Hier geht's lang. ja, das. Naja, ist klar, auf jeden Fall. Aber ich kann es dir, wie gesagt, schon mal sagen, diesmal hast du noch einen weiten Weg bis zum nächsten Geheimnis. Also, oh ja, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen ist es doch. Können wir Karussell fahren? Ja, wir speichern aber nochmal. Vielleicht finden wir ja was zum Schießen. Lara, was hältst du davon? Guck mal hier. Drück mal Schalter. Was ist hier? Duschräume. Duschräume, Lara, du kannst dich duschen, komm. Dusch uns mal was vor hier. Jetzt bist du im Lagerraum, ne? Ja. Und hier ist wieder Kisten. Ja, also wieder Hier Kisten ziehen. ist eine Kiste zum Ziehen. Ja. Schrauben drehen, Muttern drehen, mit Ölverschwertes Flossen in das So. Werkstatt stehen. Also irgendwo soll eine Kiste so verschoben werden, dass du an eine Deckenöffnung rankommst. Oder warte, das haben wir gleich. Deckenöffnung. Da, die da. Ja, okay, das kriegen wir hin. Macht sie nicht, der geht zu niedrig. Schrauben drehen, Muttern drehen. Aber heute wieder Stream, ey Leute. Naja, für euch wird der Stream schon ein paar Tage her sein. Wann geht denn der Stream los eigentlich? 20 Uhr? 20 Uhr. Ich mache die immer 20 Uhr. Zur Primetime, zu. Ich habe euch schon mal überlegt, das 20:15 Uhr zu machen, so wie in einer Glotze immer der ganze Scheiß kommt. So, Lara, das kennst du ja schon aus deinem eigenen Haus hier. Kiste verschieben, damit du hier irgendwo rankommst. So, wo sind wir jetzt? Sind hier deine Waffen? Kiste hochklettern, Schalter. über die Rohre springen, Ja, hat er schon gezogen. Irgendwas Schalter im Lagerraum. was nu? Hüpfen wir zurück hier. Das Problem, ach so, hier oben, ich muss ja hier lang. Ja, weil hier die Decke höher ist. Jetzt ist. Lagerraum fluten, zur zweiten Deckenöffnung tauchen und aus dem Wasser ziehen. Wir machen ein Safe Game. Ja, warte.
für dich noch eine zweite Deckenöffnung? Ja, hier hinten, guck mal. Ja. Kann ich da gerade rausziehen? Lesern. Oh. Nicht gut. Nicht gesund für Lara. Nicht nach unten. Dort landet Lara auf dem heißen Herd und verbrennt. Ich meine, Lara ist heiß genug, würde ich sagen. Da brauchen wir sie nicht noch hier anfeuern. So, Kommando rechts. Wo war jetzt das Loch hier? Auf dem heißen Herd. Lara, wenn du hier auf dem Billardtisch tanzt, dann ist das eine Sache. Auf dem Herd, da würde ich eher davon abraten. Weiter rechts, links ins Freie. Zweimal über den Stacheldrahtgrube springen. Jetzt sind wir schon wieder in so einer komischen, hier auf so einem komischen Dach. Hm. Ja. Lara? Ich habe tierische Angst um dein Wohlergehen. Bevor. Und deswegen machen wir das so. Wie lange ist? Na, lange haben wir nicht mehr. Eine Folge machen wir dann noch, würde ich sagen. Haben wir jetzt Zeit verloren durch die erste Aufnahme. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber. Tja, leider. Aber da waren eben ein bisschen heftige Grafikfehler, ne? Das auch. Ja, und ich bin ja mit meinen Hotkeys durcheinander gekommen, weil ich die Kamera wieder einschalten wollte nach der Cutscene. Und die liegt, meine Kamera liegt auf derselben Taste, wie das Bild kleiner zu machen. So, jetzt kannst du zurück wohl laufen. Und meine Aufnahme An- und Aus-Taste liegt genauso auf der Taste zum Bild wieder größer machen. Da hatte ich ein Problem. Mhm. Jedenfalls, Scheidler ist jetzt gedrückt, ne? Oh, nö. Lara ist momentan ein bisschen faul. Und kannst du jetzt den Weg zurücklaufen? Ja. Nee, oder? Warte mal. Ich lauf mal hier lang. Oh, erstmal doch. Oh, was gibt's denn hier? Ja. Ich versuche gerade den Sinn von dieser kleinen Odyssee zu begreifen. Ich war im Lagerraum, hab den Schalter gezogen, geflutet, um durchzuschwimmen, um hier wieder rauszukommen und nichts davon zu haben. Nee, das ist hier. Ja, von hier bin ich gekommen. Er hat nur einen Kartenschlitz benutzt. Oing. Oh. Entschuldigung, Lara. Jo, rechts. Wir gehen mal hinten lang. Sollte ich dort oben was finden? Ja, zurück zu dem Herd, da wo der Herd gewesen ist, da kannst du jetzt wo runterspringen. Nachdem den Hebel da oder den Schalter gedrückt hast. Das soll wohl aus sein, diesen Schalter da, ne? Genau. Ja, das sehe ich jetzt erst, okay. Ist der Herd ist aus. Die Frage ist bloß, wo bin ich jetzt runtergekommen hier? Wo bin ich jetzt angekommen? Und von, du musst hier zurückspringen, ne? Den Weg. Oder dich zurückhangeln. Warte mal. Wo bin ich jetzt hergekommen? Bin ich jetzt total blöd? Halt. Dreh dich mal um. Ach, da hier oben. Ja, ja. Kommt man da auch hoch? Jo. Lara kommt überall hoch, wo Lara hoch will. So. Na, dann zurück den Weg. Zwei Gruben, ne? Mhm. Bevor hier was schlimme Sachen mit Lara passieren, wird abgespeichert. Hoppa, hoppa. Ist der perfekte Sprung, oder? Jo. Lara kann so, das. Um die Ecke und ja, geradeaus. Hinten war das. Ja, hier fällt es runter. Jo, bei meinem Glück ging das natürlich auf Zeit und ich habe zu lange gebraucht. Na, das wäre, oder?
Grilled Lara. So. Und ich würde sagen, wie es hier weitergeht an der Stelle, sehen wir sogar schon in der nächsten Folge. Da bedanke ich mich für heute erstmal an Made of Hate. Ja, ja, klar, immer wieder gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit Dankeschön und auf Wiedersehen.